Kühe sind ganz besondere Tiere. Die Ruhe, die sie ausstrahlen, wenn es ihnen gut geht, wirkt sich nachweislich positiv auf uns Menschen aus. Seit gut 10.000 Jahren dienen sie uns zudem als Nutztiere und versorgen uns mit Milch, Fleisch, Haut und Knochen. Derzeit leben etwa 1,3 Milliarden Rinder auf der Erde. Mit der modernen Zucht aber hat sich der Kuhalltag in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Um Kühe, um aktuelle und kontroverse Fragen zu deren Haltung und Nutzung geht es heute bei Land und Leben. Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Hier eine kurze Vorschau. Kühe im Stall. Anbinde- und Laufstall zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Kühe mit Hörnern. Ist die behornte Kuh wirklich glücklicher und gesünder? Kühe als Modell. Sprechende Mutterkühe für den Schauraum. Kühe mit oder ohne Hörner, an der Kette oder frei herumlaufend, gefüttert mit Silofutter oder glücklich grasend auf der Weide. Mit sehr vielen kontrovers diskutierten Fragen müssen sich die Vieh- und Milchbauern heute herumschlagen. Und mitreden möchten viele. So auch beim Thema Anbinde oder Laufstall. Eine aber vor allem für die Bauern selbst sehr schwierige Entscheidung. Tierwohl und Tierkomfort sind zurzeit in aller Munde. So hat auch der Beratungsring Berglandwirtschaft für seine heurige Tagung Fachleute geholt, um den Bauern und Bäuerinnen aktuelle Entwicklungen und handfeste Ratschläge mitzugeben. Die Vorgaben sind klar. Der Anbindestall mit Kühen an der Kette ist ein Auslaufmodell. Sowohl die Politik, vor allem aber die Konsumenten und neuerdings immer stärker der Lebensmittelhandel verlangen nach Milch von Kühen im Laufstall. Da geht es ja, was die nächsten 10, 20, 30 Jahre passiert. Und ich glaube, der, was heute überlegt, einen neuen Stall zu bauen, der sollte sehr wohl in Betracht ziehen, was kann in 10 oder 20 Jahren sein. Bin ich denn wirklich mit dem Stall noch in Ordnung oder bin ich nicht in Ordnung? Dazu kommt, dass mit der neuen EU-Agrarperiode die Fördergelder noch stärker an Tierschutz und Tierwohl gebunden sein werden. Und dafür kein Weg um den Laufstall herum. Ich denke, da muss man sich auch in Südtirol dann die Frage stellen, ob im Bereich von Investitionen zum Beispiel Anbindestelle weiter finanziert werden sollen. Ich glaube, wenn man heute einen neuen Stall baut, dann sollte man ihn eigentlich nicht mehr als Anbindestall bauen. Das alles setzt die Bauern stark unter Druck. Denn für den Um- oder Neubau eines Laufstalles braucht es viel Geld. In Südtirol gibt es aktuell 4.800 Milchvieh haltende Höfe. Auf etwa 70% dieser Höfe sind die Kühe noch an der Kette, wenngleich etwa 50% aller Kühe im Laufstall leben, da größere Südtiroler Betriebe mittlerweile einen Laufstall haben. Das bedeutet, dass vor allem die Bauern der vielen kleineren Höfe im Berggebiet vor einem fast unlösbaren Problem stehen. Es fehlen für den Laufstall mit Auslauf der notwendige Platz und die finanziellen Mittel. Wir kommen jetzt in einen Punkt, wo über die Handelsketten ein derartig großer Druck auf Kleinstbetriebe ausgeübt wird, wo ich selber meine Meinung ein bisschen revidieren muss, hätte ich nie geglaubt, und den Anbindestall ein bisschen verteidigen muss, weil ich sehe, das verkraften die Betriebe finanziell überhaupt nicht. Es gibt jedoch Lösungen, sagen die Fachleute für Stallbau. Bei der Tagung präsentierten sie konkrete Vorschläge. So können etwa Laufställe in bestehende, alte Ställe und Wirtschaftsgebäude integriert werden mit überschaubaren baulichen Anpassungen. Und zum Beispiel nur die Liegehalle dazu bauen oder nur eine Fresshalle dazu bauen. Und dann kann man auch mit ein paar tausend Euro pro Kuhplatz, also mit wenigen tausend Euro pro Kuhplatz, wirklich ein sehr, sehr gutes System hinstellen. Wer neu baut und dabei viel Geld in die Hand nimmt, und da spricht man heute von 10.000 bis 15.000 Euro pro Kuhplatz, der sollte auf jeden Fall langfristig denken und häufige Fehler, auch im modernen Laufstall, vermeiden. Denn Laufstall bedeutet nicht gleich mehr Tierwohl. Wenig Planung ist eigentlich so der größte Fehler, den man machen kann. Der zweite Schritt ist, bestimmte Sachen zu klein zu bauen, also Liegeboxen zu klein zu bauen, Laufgänge zu klein zu bauen. Das ist zwar zunächst billiger, man kriegt das ins alte Gebäude, aber letztendlich zahlt man dann mittelfristig zumindest ganz sicher drauf, weil man eben diesen Stall nach 10 Jahren wieder erneuern muss. Der Laufstall ist ohne Zweifel die Zukunft. Aber auch im Anbindestall kann das Tierwohl mit wenig Aufwand verbessert werden. Oft ergibt sich auch noch ein Auslauf im Freien.
Und mein Anliegen ist es, eine Kombination zu machen aus einer sehr guten Anbindehaltung. Also wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Anbindehaltungen, aber das sind Investitionen in einem Rahmen, die machbar sind. Kombiniert mit einem Auslauf, der wirklich im Winter auch genutzt wird und den noch einmal kombiniert mit Elementen aus dem Laufstall. Am besten lässt sich dies an einem praktischen Beispiel darstellen. Sigrid Ungerer hat mit viel Gespür für ihre Tiere den Anbindestall so angepasst, dass es den 12 Kühen und den Kälbern auf dem Kausenhof besser geht und damit auch ihr. Laurein auf über 1100 Metern Meereshöhe mit 450 Einwohnern hat immerhin noch an die 50 aktive Milchviehbauern. Einige Bauern haben inzwischen einen Laufstall gebaut. Doch dieses finanzielle Risiko kann die junge Bäuerin nicht eingehen. Da der Hof mitten im Dorf steht, fehlt auch der Platz für eine Erweiterung. Die einzige Möglichkeit war gewesen, einen bestehenden Stall umzubauen in einen Laufstall. Was aber bedeutet, dass schlussendlich weniger Viecher Platz haben. Wo noch wieder die Frage ist, kann ich, wenn ich das jetzt für 10, im Durchschnitt 10 Kühe noch mal reduzieren muss, auf fast der Hälfte, und nach noch Spesen haben, den Laufstall zu bauen, es zahlt sich einfach nicht aus. So hat sich die Bäuerin umgehört und umgeschaut und dann mit ein paar einfachen Mitteln vieles im Stall verbessert. Mit mehr Licht und Luft, mit weichen Kalkstrohmatratzen und einer neuen Kettenanhängung, die den Kühen mehr Bewegungsfreiheit gibt. Hauptsächlich merke ich es, wenn die Kuh sich, wenn sie von liegen ins Stehen geht, also wenn sie aussteht, der rutscht nicht mehr raus. Sie hat keine geschwollenen Sprunggelenke mehr. Sie bewegt sich viel freier. Sie legt sich viel lieber nieder. Erst wenn sie einen harten Untergrund haben, dann sucht die Kuh lang, bis sie schaut, wie kann ich mich niederlegen. Und jetzt tut es mehr so Schaugenplatsch nieder, so auf der Sellacht. Also daran erkennt man sehr gut, dass es in die Kühe besser geht. Um die Original-Braunvieh-Rasse weiterzuzüchten, setzt Sigrid Ungerer auf Naturbesamung mit dem am Hof aufgewachsenen Stier. Und sie will künftig alle Kühe mit Hörnern belassen, weil sie überzeugt ist, dass sie dadurch gesünder sind. Ihre Erfahrungen bisher sind gut. Wie gesagt, ich habe es 1, 2, 3, 4 da mit Heeren. Und die haben dann, es hat noch keine Verletzung gegeben. Auch nicht im Auslauf, auch nicht, wenn ich sie auf die Weide tue. Ganz wichtig, glaube ich, ist einmal, wie gehe ich als Bäuerin mit den Viechern um? Bin ich nervös? Bin ich laut? Bin ich aggressiv? Wenn man einmal das außer hat, dass die Kuh, dass man sie ruhig hat, die Herde ruhig, dann gehen sie untereinander auch miteinander um. Im steilen Gelände rund um den Hof hat die Bäuerin sogar noch Platz für einen etwa 30 Quadratmeter großen Auslauf geschaffen. Neben dem Stall gibt es einen kleinen Bereich, der ist bis vor 2, 3 Jahren einmal als Abstellplatz genutzt worden oder ist eine Maschine hingestellt worden. Und da ist auch direkt Zugang zum Stall. Und nachher habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich das Brennholz oder die Maschinen kann ich auch irgendwo anders hinstellen. Macht es zu und nachher einen Auslauf für die Kühe. Durch diese wenigen, aber sehr wirksamen Maßnahmen sind die Kühe und Kälber viel ruhiger und gesünder, sagt die 33-Jährige, die nebenbei auch noch als Künstlerin und Bühnenbildnerin arbeitet, aber ihre Zukunft als Bäuerin auf dem Hof im kleinen, abgelegenen Laurein aufbaut. Das Wohl seiner Kühe liegt auch Michael Bacher am Herzen. Bauer am Winkelhof, mitten in Milland bei Brixen. Genauso wichtig ist ihm, dass alle Stallarbeiten, das Melken, Füttern, Tränken und Ausmisten bequem von der Hand gehen. So hat er vor einigen Jahren den alten, dunklen Anbindestall zu einem Laufstall umfunktioniert und einen neuen, offenen Stall dazugebaut und so Platz geschaffen für seine 25 Kühe und die Nachzucht der Kälber. Auf der Seite da habe ich die Melchkühe und auf der Seite sind die Trockensteher und Abkalbebox. Und hinten im alten Stall haben wir das Jungvieh untergebracht. Und da hinten sind noch die Kälber. Wichtig ist, dass viel Platz ist, ein trockener Platz zu liegen und viel Licht und viel Luft.
Die Boxen laut Vorschrift war es 2,80 Meter und die haben sie 3,30 Meter gemacht. Und statt 1,20 Meter, 25 Grad, haben sie 1,30 Meter Grad gemacht. Und deshalb brauchen sie eigentlich schon. Sie können einen guten Kopfschwung machen beim Ausstehen, weil sie genug Platz haben. Die Kühe sind viel sauberer und haben viel Platz und bei den Haxen keine Probleme mehr. Und, ja. Und beim Arbeiten ist es auch feiner. Es ist zwar echt noch viel Arbeit, aber die Arbeit ist viel feiner, viel leichter. Wie ein helles Wohnzimmer präsentiert sich der großzügig geplante Stall. Platz ist hier ausreichend vorhanden und es gibt auch einen Auslauf. Wir kommen schon vor, dass die Kühe glücklicher sein, dass es feiner ist. Wir lassen sie jetzt im Winter, im Sommer auf die Weide. So von März bis November lassen wir sie aus. 3-4 Stunden im Tag. Und jetzt logisch mit dem neuen Stall, wenn man sieht, dass es in die Kühe gut geht. Und dann geht man auch viel lieber in den Stall. Damit er die Kälber nicht mehr enthornen muss, setzt er Stiere ein, die hornlos vererben. Der Stall sollte modern, arbeiterleichternd und tiergerecht sein. Dennoch hat der junge Bauer beim Umbau und Neubau sehr genau auf die Kosten geschaut und auf manche in seinen Augen unnötige Strukturen verzichtet. Die Kosten sind schon enorm hoch gewesen. Hier schon, die meisten Sachen sieht man nicht mehr, weil viel unter der Erde ist. Der Aushub und die ganze Güllegrube. Und ja, aber hier oben oberflächlich habe ich auch viel zu sparen. Hier wenig Mauern und wenig Wände. Eigentlich alles offen. Und dann hat man sich auch schon viel sparen gekannt. Wie es um das Tierwohl in Südtirols Kuhstellen derzeit bestellt ist und was verbessert werden sollte, das untersuchen Tierwissenschaftler der Uni Bozen in Zusammenarbeit mit dem Sennereiverband erstmals heuer auf vorerst 250 Höfen. Viele Bäuerinnen und Bauern wie Michael Bacher und Sigrid Ungerer bemühen sich, den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Doch der Druck von außen wird weiter zunehmen, weil der Handel laufend neue Auflagen zur Qualität von Fleisch, Milch und Milchprodukten diktiert, oft weit entfernt von den Möglichkeiten der Bauern. Ob die Bäuerinnen und Bauern mit all dem zurechtkommen, hängt vor allem davon ab, ob ihre Leistung zählt und ob mit dem Erlös aus der Milch all das bezahlt werden kann. Heute trifft man die Kühe meist ohne Hörner an. Früher hatten sie alle noch ihre Hörner. Doch aus vielerlei Gründen mussten sie ihren Kopfschmuck lassen. Seit einigen Jahren aber wächst selbst innerhalb der Bauernschaft die Überzeugung, dass Kühe mit Hörnern glücklicher und gesünder sind und sogar die bessere Milch liefern. Der Schweizer Kuhflüsterer und Kuhphilosoph Martin Ott weiß auch, warum das so ist. Schauen Sie, die Kuh sieht relativ schlecht. Das heißt, sie sieht die Bewegung der anderen Kuh. Und die Kuh kommuniziert ja nicht über Wörter wie wir zwei, sondern sie kommuniziert über Haltungen, zum Beispiel das. Oder? So. Und wenn Sie jetzt schlecht sehen und ich mache so, dann sehen Sie das nur an meinem Kopf, dass er so macht. Und wenn ich jetzt noch 3-4 Meter weg bin und ich mache so und ich habe Hörner, dann macht das. Und wenn ich keine Hörner habe, macht das nur so. Und das bringt dazu, dass die Kühe über größere Distanzen souveräner miteinander umgehen können, weil der Kopf ist wie ein Verstärker. Und dem sagen wir halt Würde. Verstehen Sie? Würde ist nicht irgendwie. Würde heißt, ich kann mich selbst durchsetzen. Ich kann so. Und wir wissen auch, dass Kühe ohne Hörner sich pro Stunde bis zu 8-mal mehr puffen. Also körperlich puffen, weil die mit den Hörnern die Probleme lösen, bevor sie auftreten. Und weil sie miteinander kommunizieren können. Das ist dann genau das Gegenteil, was viele Bauern sagen, wenn sie im Laufstall Kühe mit Hörnern haben, dann haben sie größere Verletzungsgefahr unter den Kühen. Ja, das stimmt auch, aber die Verletzungen bei Hörner sind äußerlich und die Verletzungen ohne Hörner sind innerlich. Das heißt, Sie sagen heute, Kühe mit Hörner im Laufstall, im Anbindestall sowieso wäre kein Problem. Ich sage das nicht einfach so, sondern ich sage, Kühe in einem Laufstall, wie Sie hier sehen, mit Auslauf und so weiter, ist eine bäuerliche Wissenschaftsherausforderung. Und das braucht sehr viel Wissen. Und Tiere mit Hörnern, die nicht auf 10 Quadratmeter gedacht sind, sondern die immer weichen können, müssen sie mit sehr viel Respekt und sehr viel Wissen, und es hat
Konsequenzen auf dem Hof. Sie können nicht einfach eine Kuh hineinstellen mit Hörner, irgendwo eine kaufen im Stall, die ihnen gefällt und so weiter. Die Landwirtschaft wird anders, aber sie wird besser, wenn wir Kühe mit Hörner haben. Es gibt keinen Grund, irgendwie das nicht zu tun. Zum anderen hört man ja auch, dass das mit der Verdauung zusammenhängt, oder? Stimmt das? Oder ist das eher ein bisschen Märchen? Nein, es ist kein Märchen, aber es ist kompliziert. Es ist nicht so einfach, oder? Es ist einfach so, dass die Innenseite der Hörner ist eine Höhle und diese Höhlen sind verbunden mit der Nasenhöhle. Und die Nasenhöhle ist direkt verbunden mit den Verdauungsgasen bei der Kuh. Und um zu wissen, wie viel Speichel habe ich, wie arbeite ich da unten, muss immer das Gas abgehört werden. Und das geht bis in die Hörner hinein. Aber Herr Ott, so wie heute die moderne Milchviehhaltung abläuft, ist die Kuh mit Horn im Stall ein Problem? Ja, selbstverständlich. Es ist aber so, dass man sagt dann, das sei ein riesen tierschützerischer Fortschritt, dass man die Kühe rauslassen kann und sie herumtollen kann. Aber wissen Sie, der Laufstall, der sogenannte Laufstall, ich sage nicht Laufstall, es sind Stehställe. Die Kühe stehen und sie laufen nicht, weil sie sind gebunden in der Herde. Sie sehen kaum Verschiebungen, sie stehen. Und diese Ställe, die sind nicht gemacht, um den Tieren ein Tierwohl zu geben, sondern sind gemacht, weil es wirtschaftlicher ist, weil man weniger putzen muss, weil man weniger machen muss. Und jetzt sagt man, das ist tierschutzkonform. Tierschutzkonform wäre die Weide. Tierschutzkonform wäre ausweichen können. Tierschutzkonform ist nicht auf einem bestimmten Stall einfach stehen und warten, bis das Leben vorbei ist. Und für diese Landwirtschaft, die einfach die Tiere ein Minimum an Leben ermöglicht, um dann noch Milch zu haben, sind die Hörner ein Dorn im Auge, im Wortsinn. Und darum sind sie natürlich ein Symbol. Sind natürlich ein Symbol. Es ist ein gesellschaftliches Symbol für eine Landwirtschaft, die sich fragt, dürfen wir alles oder gibt es Grenzen? Diese Frage können wir wahrscheinlich in diesem kurzen Interview nicht beantworten. Mit dieser Frage haben Sie sich heute beschäftigt und beschäftigen sich viele Leute, auch viele Bauern tagtäglich. Wie soll sich die Landwirtschaft überhaupt weiterentwickeln? Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, weil wir bei den Kühen sind. Was sind so Kuhsignale, wo die Kuh mitteilt dem Bauern, mir geht's schlecht, mir geht's nicht gut? Ein Bauer soll schauen, dass er die sechs Freiheiten der Weide wirklich in seinem Stall hat. Licht ist gratis, muss er nur irgendwo Löcher hinausnehmen, Licht hineinlassen, kann er gratis haben, so viel er will. Er braucht Luft, ist auch gratis. Die Kuh hat eine sehr kleinere Lunge im Vergleich zu ihrem Körper als der Mensch. Das heißt, sie ist viel empfindlicher auf schlechte Luft. Und wenn man einfach in einen Stall schaut und sagt, geht es den Kühen gut oder nicht, dann sehe ich sofort, haben sie ein Sozialleben. Wie gehen sie um miteinander? Wie ist das Fell? Ist das glänzend? Ist das stumpf? Wie ist der Gang? Ist der Gang elegant oder drückt es irgendwo? Wie ist das Augenspiel? Wie sind die Ohren? Schauen Sie mal, wie die Kuh mit ihren Ohren ununterbrochen schaut. Mit einem Ohr hier, mit dem anderen Ohr da. Kann sie Dinge gleichzeitig wahrnehmen? Wie kann sie sich konzentrieren? Ist ihre Fruchtbarkeit gut und so weiter? Ist der Ausdruck, schauen Sie da, das, wie eine Kuh den Ausdruck, das ist jetzt vielleicht eine, die steht, obwohl sie Hörner hat, eher so da, dass sie ein bisschen sozial unter Druck ist. Sehen Sie ihr an. Und das ist eben auch, sehe ich vielfach in Stellen, dass die Bauern sagen, ja, meine Kühe sind glücklich, die schauen gut aus und so. Und wenn man dann genau schaut, dann sieht man, dass sie leiden. Und das muss man lernen, das kann man lernen. Und die Kühe werden sich charakterlich vollständig ändern, wenn sie einen Bauern haben, der mit ihnen kommunizieren kann. Die werden anders. Die werden ganz anders. Sie werden merken, sie werden eine vollständig andere Kuh haben, die anders mit ihnen umgeht, weil sie sich selbst als Wesen verstanden fühlt. Das ist meine Interpretation, aber es ist so. Kühe verstehen und mit Kühen kommunizieren. Das können Interessierte bei einem Seminar mit Martin Ott lernen, wie kürzlich in der Fachschule in Salern. Als Demeter Bauer hat Martin Ott 20 Jahre lang das größte biodynamisch bewirtschaftete Gut Rheingau in der Schweiz geführt, mit Milchviehhaltung und Ackerbau. Seit 5 Jahren leitet er die Fachschule für biologisch-dynamische Landwirtschaft in Rheingau, nahe Zürich.
und er ist häufig unterwegs als gefragter Referent für eine tier- und pflanzengerechte Landwirtschaft. Und nun kommen wir zu Kühen, die das, was wir heute gezeigt haben, alles nicht erleben werden. Denn es handelt sich um Modellkühe aus Holz, geschnitzt in einer Grödner Holzwerkstatt. Die Kühe geben zwar keine Milch, aber haben sonst allerhand zu bieten. Boronka heißt die sprechende Fleckviehkuh, ein Unikat aus dem Holz einer Zirbelkiefer aus dem Arntal. Über ein halbes Jahr hat der Grödner Theo Mahlknecht in geduldiger und aufwendiger Handschnitzarbeit dieses Kuhmodell in seiner Werkstatt in St. Ulrich erschaffen. Genauso das Kälbchen, das nun seiner Mutter ein Loch in den Bauch fragt. Und dieser Bauch hat es in sich, denn der Bansen einer Kuh ist ein Wunderwerk der Verdauung. Diesen Vorgang anschaulich und unterhaltsam darzustellen, das war der Auftrag der Kunden aus Russland, und zwar für eine große Schaukäserei in Moskau. Wie das stundenlange Wiederkäuen vor sich geht, wie aus Gras und Heu Milch entsteht und was beim Melken geschieht, all diese Dialoge mussten ins Russische übersetzt und dem Geschmack und Stilgefühl der russischen Kundschaft angepasst werden. Aber ihnen gefällt einfach Dialog und als kleine Kalbele zu haben. Es ist ja so von der Programmierung her, man hat mehr Funktionen, man kann halt viel mehr spielen, viel mehr Szene generieren und so. Auch durch den, dass dann zwei verschiedene Stimmen sind, ein kleiner Bub, was eben das Kalbele spricht und die Mutter, was älter ist, die Kuh. Es ist mehr Leben in der ganzen Szene. Die größte Herausforderung aber bestand in der technischen Ausstattung der Modelle mit vielen beweglichen Teilen, mit Motoren, Lichtern, Pumpen, Ventilen und das alles gesteuert mittels Computer. Sogar Wasser spritzt irgendwann aus dem Euter. Viele Module also, die es exakt zu programmieren galt. Mit dem Softwareingenieur Benno Senona waren Kuh und Kälbchen dabei in sehr kompetenten Händen. Das sind über 600 Einzelteile bei so einer Kuh. Das sind eigentlich alles Unikate. Die müssen dann auf einer Dranbank in Metall gedreht werden. Teile sind CNC gefräst, andere Teile, die Sensoren werden bestellt, die Motoren werden auf Maß gemacht. Es ist einfach ganz komplex alles zusammen. Die haben noch Mitarbeiter, also der Elektriker, was die ganze Verkabelung macht, Zertifizierung macht. Der Programmierer, der hat auch lange darauf gearbeitet, bis nicht nur jetzt die letzten 10 Tage, den zum Laufen zu bringen, auch schon auch allein Module zu schreiben, die Fernwartung vorzusehen und so. Ja. Und dann sind die ganzen Gläser zu bestellen, es sind viele kleine Arbeiten, aber das muss man halt alles nachbleiben, kontrollieren und ja. Die Verhandlungen und Verträge mit den russischen Kunden gingen reibungslos und seriös über die Bühne. Mittlerweile sollten die Kuh und ihr Kälbchen in der Moskauer Schaukäserei in Aktion sein. Über Fernwartung können auftauchende technische Probleme behoben werden. Ein aufwendiger und kostenintensiver Auftrag also. Von mir aus wäre sie viel mehr wert, von mir aus eigentlich, von Arbeitsaufwand her. Aber es ist immer ein Sprungbrett. Wer weiß, jemand sitzt in Moskau, dann vielleicht kommt eine Folgebestellung von den Niederlanden, wer weiß. Ja. Theo Mahlknecht hat bereits in den vergangenen Jahren mehrere solche bewegliche Modelle und Skulpturen geschaffen, unter anderem auch das Südtirol-Spiel im Touriseum in Meran. Mittlerweile ist er ein Fachmann in animierten Holzmodellen. Es waren viele Zufälle eigentlich. Mir hat immer die Mechanik fest begeistert und eben Erfindungen und ein bisschen Fantasie spielen zu lassen. Und dann hat sich halt ergeben, dass da Anfragen kommen sein und dann steigt man sich halt ein in gewisse Sachen und dann entwickelt sich das halt schon langsam. Ja. Und er knüpft damit an die jahrhundertelange Tradition an in der Herstellung beweglicher Holzspielzeuge, wie sie in den Grödner Schnitzwerkstätten seit jeher gefertigt werden. Die 400 Jahre Tradition, was wir haben, also das hat schon etwas mit dem zu tun, dass da bewegliche Sachen sein. Es ist zwar jetzt automatisiert, aber es hat schon etwas von, finde ich, von der die Faszination von den beweglichen Holzspielzeugen. Ja. Und dann geht es wieder ans Werk. Auch dieser noch rohe Holzklotz wird schon bald mit Leben erfüllt sein.
Ja, das war Land und Leben heute mit einem Schwerpunkt zur Kuh. Vom Kuhflüsterer und Kuhkommunikator Martin Ott gibt es übrigens ein interessantes Buch zu Kühen, und zwar mit dem Titel Kühe verstehen eine neue Partnerschaft. Erschienen ist es im Faro Verlag. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen einander wieder in einem Monat. Auf Wiedersehen.